Alter. Ja. Bin ich down, würde ich sagen. Pass auf, der Felsen. Vorsicht, Superici, da kommt ein Baum. Wer? Hier mitnehmen. Das gefällt mir nicht. Acht auf deine Schritte, Eragon. Montag, noch mehr Urgals. Pass auf, die Urgals haben den Felsen umgestürzt. Ha! Diesmal nicht. Ich glaube, man muss gar nicht so scheiße rum viel rumspringen. In your face. Okay, man braucht sie nicht runterschubsen, weil die auch hier im Wasser überleben können. Ja, bei dem einen Level, da sind sie auch in diesem kleinen Flüsslein direkt am Fuß dann gestorben. Also warum auch nicht hier? Halt, fick dich! Boah. Baniert? Baniert? Aber da, ich wollte eigentlich jetzt gerade noch. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich jetzt noch schön zum Deckung gehen, damit ich ja nicht Regenstoße. Damit ihr das nicht hört, aber bei mir kommt es immer so ungeholfen schnell. Das war knapp. Nee, nee. Das war enger. Versteht ihr, weil er schwul ist. Jetzt leckst du mal am Arsch, ey. Halt die Fresse, du Vollhorst! Ich hab mehr Kills gemacht bis jetzt als du. Ach, es ist eine dieser Riesenvieh auch mit dabei. Ich werde noch einen runterkicken hier. Das bin ich euch schuldig. Alter, war das ein Rülpser. Ja, meine Special super mega coole super geile Attacke. Die ist einfach mega cool. Da kann nicht mehr dieser scheiß Ogre was gegen, dieser Riesen-Ogre hier. Was auch immer das sein soll. Das ausrichten. Gar kein Problem. Au! Das ist immer scheiße, man hat immer nur Zeit für einen einzigen davon. Hoppala. So, den schubst du runter, gar kein Problem. Los, fall runter. Soll's runterfallen. Der fällt nicht runter. Es tut mir so leid, ich kann es euch nicht zeigen. Ich kann leider keinen runterschicken. Es tut mir so leid. Woher andersrum? Was eigentlich mit diesem Riesenklops? Ach, da kommt er ja.
Der hat noch nichts gemacht. Saphira, genau so. Ach nee, den musst du ja aufhalten mit so einem. Hast du nicht gesehen, Teil? Ach, ich muss jetzt so viele töten, wie jetzt da oben zu sehen ist. Schönes Ding, dankeschön. Das hat er mir zugespielt. Und dann kümmert sich immer um den ich mich kümmere hier. Nein, bleib liegen! Scheiße. Ja, genau. Jetzt hau doch nicht ab da. Wo fällst du runter? Sag ich doch. Und tschüss. Das ist ja viel einfacher hier. Ah, okay, das war jetzt nicht gerade der Plan. Aber es geht voran, Leute. Gar kein Problem. Ich muss sie nur noch in den richtigen Winkel treffen. Ja, ich muss wahrscheinlich noch vor, bevor Aria drauf geht. Hier, du kannst ruhig mit runterfallen. Ja, kein Problem. Das ist zu easy. Das ist einfach zu easy hier. Warum kippt er denn nicht? Egal, machen wir es halt so. Aber jetzt muss ich mir doch ein bisschen beeilen hier. Schönes Ding. Also irgendwie will ich den einen attackieren und der attackiert den anderen. Und tschüss. Oh, Ria geht's immer schlechter, es wird lange enge. Ja, genau. Okay, dann wird sie wahrscheinlich den nehmen, dann werde ich mir den hier hinten krallen. Ja, genau! Attackier genau den, den ich gerade getötet habe. Boom. So. Den nehmen wir mal mit hier. Das nehmen wir auch mal mit. Haben wir es geschafft? Yo, kickt er ihn runter. Sagt unseren Leuten, der Kampf, den wir erwarten, ist jetzt. Oha. Die nehmen uns einfach mal so auf jetzt, ohne irgendwie und so, ne? Einfach mal. Also geht's doch langsam auf den Endgegner zu, oder was? Freut mich ja schon irgendwie. Frage ich mich, wie sie das inszeniert haben. Neblige Schlucht. Normal. ...64 zu 22, 1215 zu 255, normal, ja. Aaron und Saphira tragen jetzt die schützende Drachenreiterrüstung. Alright, Baches. So, es sind jetzt noch 3 Level. Wie lange nehmen wir schon auf? Ja, doch, komm. Eins können wir noch machen. Hoppala. Eins machen wir noch. Und
Oh, geil, Angriff. Na, jetzt machen wir noch. Dann machen wir eine Aufnahmepause, würde ich sagen. Ich rede mich schon wieder fusselig. Ich weiß nicht, wie das die anderen machen. Die machen ja 2 Stunden dann. Und dann nehmen sie direkt das nächste Spiel noch auf. Und so fanden Eragon und Saphira schließlich die Warden, die Aria wieder gesund pflegten. In your face. Aber die Urgals waren ihnen auf den Fersen, entschlossen, die Rebellion endgültig niederzuschlagen. Das war ein Fehlschlag. Die Bogenschützen konnten die Ölfallen nicht entzünden. Wir sind unterwegs. Ja, so Düsenjet-Style. Beschütze die 6 Türme, die die Waden verteidigen. Die Ölfelder müssen weiter brennen, damit die Invasion der Urgals abgewehrt werden kann. Oh nein, nicht so eine halbherzige Flugsimulation. Der Status des Turms wird in der Minikarte darunter angezeigt. Vernichte alle Feinde und Kriegsmaschinen, um den Kampf zu gewinnen. Was davon sind Ölfelder? Das sind die Ölfelder. Gib ihm! Welche Mauern? Ich sehe keine! Nein lassen! Oh. Keine Ahnung, was ich jetzt anfacken muss. Irgendwie. Sie greifen die Türme an! Okay, das war anscheinend richtig. Vielleicht schaffen wir es, alles ab. Okay. Das nein! Das nein! Ja, nee, ist klar, ich wollte nur das Ei haben. Mach ich das richtig? Ich hab keine Ahnung. Ja, nee, ist klar. Das war, glaube ich, jetzt richtig. Ich hab wirklich keine Ahnung, was ich machen soll. Shazam! Ah, so macht man das, ist ja kein Problem. Was hat er gestanden? Ich hab's nicht gelesen. Ist noch irgendwo Kriegsmaschinen? Ah, die habe ich doch, kein Problem. Mach ich das richtig? Kontrollpunkt! Scheint richtig zu sein, was ich da mache. Warum macht er denn kein Feuer? Saphira, bist du denn bescheuert? Mach Feuer! Kein Ding, mach ich doch schon! Sag mal, haben die Verfolgungsraketen? Ausweichen! Okay, Feuer! Warum müsst ihr jetzt eigentlich die Türme verteidigen? Das stand nicht in meinem Arbeitsvertrag. Könntest du, aber was soll ich denn noch alles achten? Wie war das? Das ist gut, oder? Das ist gut, oder? Halt! Ah! Die, Motherfucker, die, Motherfucker, die, Motherfucker, die!
Dahin muss er verkaufen, dahin muss er verkaufen. B! Vorsicht! Ja. Hat er nicht. Okay, Feuer! Was denn das Wort ist? Ja, urplötzlich kann ich nicht mehr dahin visieren oder was? Er mag doch schon! Aber ich kann den einen nicht mehr angreifen. Wow! Ah, Bullshit! On fire! Ich komme da nicht mehr hin! Ja genau! Wie ich es will! Niemand anders! Das war nice! Scheiße, das war dumm! Aber immerhin kriegst du alle! Was? Was ist jetzt los? Ich hab keine Ahnung, was... Es hört nicht auf! Das hat man eben davon, wenn ich durchstehe. Aha, jetzt kommen aber die schlauen Sprüche raus. Scheiße, Saphira ist fast down! Wir haben Verfolgungsraketen! Wie unfair ist das denn? Da, die Taube! Ja, das freut mich für dich, Saphira. Du hast aber komm noch live. Deswegen müssen wir es hier mal ein bisschen vorsichtig angehen. Sind hier noch so eine Taube? Da ist eine Taube. Nein! Fress dich doch, Saphira! Mann, leck's normal. Aber die landen immer irgendwie auf dem Geschütz drauf, habe ich das Gefühl. So wie bei Halo Wars, wenn sie diese Banshees halt dann schön an die Gegner reinrasen. Niemals, das wäre langweilig. Ah ja, schon die ganze Zeit. Ich weiß. Kann ich eigentlich denken, in welche Richtung ich fliegen will? Ja, das ging's nicht, da wollten wir wieder nur das Falsche amüsieren. Ja, aber uns halt einfach ein Pro-Liker. Schönes Ding. So, jetzt will ich hier lang. Ach so, ja, okay. Du hast freundlich für dich, Saphira. Ich hoffe nur, es wird nicht irgendwann mal Dauerhobby sein.
Hoppala. Muss ich ein bisschen aufpassen. Du bist doch die fliegt. Du bist doch diejenige, die fliegt. Da, Taube. Ja, es ist doch in Ordnung. So, diesmal haben wir sie nicht alle auf einen Schlag. Ja, das sieht doch schon mal wesentlich besser aus als bei der ersten. Flugscheiße. Jawohl, ich weiß nicht, was die jetzt erwischt hat, aber irgendwas hat die erwischt. Ich würde sagen, bam, in your face. Ja, das war jetzt easy, easy. Urgeil-Angriff, normal. Verzerrte Tauben 2. Beches, gefundenes Ei. Ja. Ja, das war das schon. Spieltipp: Vergiss nicht, in der Welt nach Magie oder Zielen für Saphira zu suchen, die dir helfen könnten. Halte LT gedrückt, um zu zielen, und drücke anschließend A, um etwas zu aktivieren. Tja, es sind jetzt noch 2 Levels, meine Damen und Herren, und die heben wir uns, glaube ich, dann mal für den Schluss auf. Wir sind jetzt schon wieder bei 1 Stunde. Warte mal. Eine Stunde, 8 Minuten sind wir. Es sind jetzt noch 2 Levels hier. Ich freue mich. Danach haben wir das neue Spiel am Start. Und ich mache jetzt noch eine Pause und benutze das, damit ich jetzt erstmal längere Zeit habe, um das fertig zu machen, was ich fertig machen wollte. Und ich bedanke mich hier fürs Zusehen. Schreibt mir alles in die Kommentare, was ihr haben wollt, was ihr sehen wollt, was geändert werden muss, ob die Stimmen vielleicht doch langsam mal ein bisschen nervt, ob sie mal ein bisschen geändert werden müsste, von der Soundqualität her. Wie eh und je. Gehabt euch wohl, und ich hoffe, man sieht sie auch mal online. Tschüss!